sagen wir mal, komm. Habe ich mir auch zwischendurch gedacht, dass es so ein Kniff ist, wieder mit Zwillingen. So, das sollte sie von ihren Qualen erlösen. PK, Strife. Ach so, ja, genau. Vielleicht treffen wir ja auch wieder den Cock hier. Ja. Oh, der Schreiter ist tatsächlich über Slayton. Herzlichen Dank. Jetzt kann ich mich wieder auf meine Arbeit konzentrieren. Einfach famos. Sehr gerne doch, Constable. Constable? Constable? Eigentlich Constabler? Ja. Achso, ja. Und welche von den beiden ist jetzt eine Minute früher geboren als die andere? Das wüsst ihr auch gern. Na, Moment, dann muss ja die... Weil die zweitälteste ist ja ihre Schwester, also wird sie die später geborene sein. Ja, wahrscheinlich die drittälteste Schwester. Halt. Ja, um eine Minute. Wahrscheinlich. Oh Gott. Oh, oder zwei Minuten, oder? Okay, ja, Hilfe brauchen und so. Rufen Sie doch bei der Detail-Daten an, wenn Sie sonst noch Hilfe brauchen. Ja, zum Beispiel dabei, Ihr Geld zu verschwenden. So, dann? Ja, weitergehen, ne? Ja. Genau. Hastings schreibt. Und Hastings ist nicht da. Und jetzt müssen wir ihn schnell durchsuchen, weil sonst kommt er wieder und haut uns mit einem Knüppel um. Wir haben vorher übrigens Heavy Rain gespielt. Naja, du hast zugeguckt. Und du hast mir ein bisschen geholfen. Ich habe manchmal kleine Tipps gegeben, aber ich habe ihn immerhin noch in die Falle rennen lassen, sozusagen. Ja. Und ich habe immer wieder neu gestartet, wenn das Ergebnis mir nicht gepasst hat. Oh Mann. Aber es ist ein schönes Spiel. Ja. Für einen Film, den man spielen kann. Ja, aber es gibt viele Endings. Ja, und auch viele so Sachen. Aber eine Sache ist blöd, das muss ich mal schnell sagen. Da gibt es nämlich eine Stelle, bei der man etwas an sich selbst tun muss, was dann später, wenn man es nicht tut, trotzdem passiert. Ja, aber ich verstehe es ein bisschen. Ja, wer sonst... Aber wäre meinst du, dass das so ein krasser Animationsaufwand wäre, einfach mal ein Model so auszutauschen? Naja, aber ich meine... Man braucht ja bloß das Model tauschen und das dann in die Szenen reinsetzen. Aber ich finde es... Ich glaube trotzdem... Vielleicht hatten sie Stress mit Release oder so. Also gut. Wo ist dein Spectre? Oder das sind Render-Szenen. Das, dann ist ein bisschen mehr Arbeit. Oh, schaut, da drüben ist der ja. Meine Güte, macht der ein fieses, finsteres Gesicht. Ein fieses Gesicht. Ja. Der muss ja, das muss ja ein furchtbarer wahrer Fall sein. Bla bla. Der schaut immer so. Vielleicht findet er ja jeden Fall übel. Fragen wir ihn mal. Ja, man muss sich dort selbst etwas abtrennen in Heavy Rain. Ich sag aber nicht was. Damit's lustiger ist. Oh, Kuriosität. Was? Was ist denn? Wo? Wo? Links? Links in der Kiste, links! Links ist doch hier, ach da! Du hast Folgendes entdeckt, schaurig schöner Schnauzer. Ja. Hat da jemand gesagt, da ist ein Schnauzer? Der Schnauzer, der schaurig schöne Schnauzer wurde zur... Von wem ist der wohl? Tasse auf dem Tisch. Tasse auf dem Tisch. Bling. Oh, Rätsel bei der Uhr. Ein Uhrenrätsel bestimmt. Ein Uhrzeiträtsel. Von vielen, viel, vor vielen, vielen Jahren. Ja. Ja. So, diese Uhr da geht ganz genau, oder? Auf die Sekunde genau. Für unsere Ermittlungen ist es entscheidend, dass wir immer genau wissen, wie spät es ist, Cheryl. Ganz recht, Ernest. Polizisten und Detektive müssen immer darauf achten, die genaue Uhrzeit zu kennen, auch bei Heavy Rain. Ja! Für Leute, die das gespielt haben, wird das jetzt sicher witzig gewesen sein. Rätsel Nummer 16.15 Uhr. Eine Frage der Zeit. Und es war weiß. Es war beige. Es war weiß. Es, es war weiß. Es war beige. Und es sah nicht wie grün aus. Es ist beige. Aber es sah, das andere sah nicht wie grün aus. Nein, das hätte alles Mögliche sein können. Aber ich habe auch gedacht, das könnte grün sein. Aber beige, na. Beige, natürlich. Okay, stellen wir mal wieder rum, weil ich glaube, wir weichen ab. Und... Ach so, du bist schon ein Stück weiter, okay.
Ein alter Uhrmacher braucht Hilfe beim Stellen seiner drei Uhren. Die Uhren zeigen jeweils unterschiedliche Zeiten an. Eine zeigt 4.05 Uhr an, eine andere 2.18 Uhr und die letzte 3.05 Uhr. Eine der Uhren geht 32 Minuten vor, eine andere 28 Minuten nach und eine ist sogar stehen geblieben. Stelle bei allen die richtige Uhrzeit ein. Okay. Moment, gucken wir mal. Also, Moment. Ach, ist ja gemein. Eine zeigt das. Warte, ich mach mal Notiz. Eine 32 Minuten. Na, ich weiß schon mal welche, ja. Also, eine. Stelle bei allen die richtige Uhrzeit ein, oh Gott. Nach. Und eine ist stehen geblieben. Jetzt ist halt die Frage. Achso, ha. Das ist ja mies, weil an sich. Okay, also. Wie soll man das denn wissen? Ich glaube, ich habe eine Idee, wie man es macht, aber. Also vor heißt ja, wenn sie vorgeschritten ist. Oh, warte. Nee, das wäre blöd. Ist ja, na, vor allen Dingen, das ist ja keine Digitaluhr, deswegen kann man es nicht genau sehen. Ja, eben. Wie soll man denn wissen, welche jetzt von denen, die... stehen geblieben ist. Nee, die... Das finde ich gar nicht so das Schlimme. Ich finde eher, die Schlimmen sind diejenigen, die vor und nachgehen. Das ist nicht schlimm. Nee? Du musst ja einfach nur gucken, wenn du zwei nimmst und die eine halt 32 Minuten dann wieder zurück... Ach so, ja, nee. Andere 28 Minuten vor, wenn dann dieselbe Zeit ist. Ach, warte mal, ja, eben, wenn ich... Aber, ach so, 28 Minuten nach geht die eine. Ja. Das heißt, ich muss die, die nachgeht, vorstellen, ne? Ja. Okay. Und die, die... Ja, okay, nee, das stimmt, da hast du recht, das ist ja... Und deswegen, das ist eigentlich relativ einfach. Ja. Okay, 10, 20... 20, 30. Moment, eine geht eine andere, also eine geht 32 Minuten vor. Also die vor, vorgehen und nachgehen, das würde ich bitte nochmal geklärt haben. Also wenn die vorgeht, ist zum Beispiel, also wenn es um 12 Uhr ist, ist die vorgeht 12.05 Uhr. Guck auf mich. Ja. Ist die 12.05 Uhr. Warte, wenn was? Ist die 12.05 Uhr. Also eine, die vorgeht, zeigt eine spätere Zeit an, als es eigentlich ist, oder? Ja. Ja, gut, gut. Okay, dann probieren wir es mal damit. Ich überlege mal, ob es die... Ein gutes Rätsel ist wie ein Lutschbonbon. Ich will einen Hund als Detektiv. Weil bin ich noch nicht. Ich fand das gar nicht schwer. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die in der Mitte ist, die vorgeht. Warum? Ich probiere es einfach. Okay. Und die links ist, probiere ich mal, wenn die nachgeht. Nee, das würde nicht passen und da würde es auch nicht passen. Okay, also würde ich sagen... Ist bei dir das Bild stehen geblieben oder hast du... Nein, ich mache das nicht. Achso, okay. Okay, also... Denke ich, die ist es nicht. In der Mitte, die auf jeden Fall nicht die vorgeht, dann ist es vielleicht die nachgeht. Ich glaube, da muss man ein bisschen im Kopfrechnen bewandert sein, damit man das ganz schnell kriegt. Entschuldigung. Nee, dadurch ist es mir sehr schnell aufgefallen, welche diejenige ist, die stehen geblieben ist. Eine zeigt 4.05 Uhr an. Ja. Andere zeigt 2.18 Uhr. Ja. 3.05 Uhr. Okay, und wenn die 28 Minuten nachgeht, 28 Minuten plus. Also, wenn es jetzt die wäre, wäre es 46, 2.46 Uhr. Na, aber du. Wie weit müssten denn die beiden Uhren, die richtig, die noch gehen,
auseinander sein, wenn eine davon 32 Minuten vor und die andere 28 nachgeht? Wie müsste der Zeitunterschied sein? In Minuten. 4 Minuten? Das wäre nur, wenn beide gleich vor oder nachgehen würden. Also wenn eine vor und die andere nachgeht, dann wird der Abstand größer. Ich bin in so schlecht, okay? Also. Wie groß ist denn der Unterschied? Naja, wie gesagt, eine geht 32 Minuten vor und die andere 28 nach. Und wenn man das also, jetzt... Also 32 plus 28, 60, eine Stunde. Oh. Genau. Und sobald man darauf kommt, ist es... Also ist es... Also geht die vor, ist es dann... Ist die 4:05 Uhr. Und dann 4:05 Uhr minus 32? ich bin jetzt aber schlecht. Naja, zieh doch erstmal eine... Minuten, also 32 minus 5 ist 27. Achso, aber die 27 müsstest du jetzt noch von 6 von 60. Von 4 Uhr müsste ich noch 27 Minuten abziehen. Also 40, 33. Genau. Also 3:33 Uhr. Was ist denn das für eine bescheuerte Zahl? Ja, besser als 6:66 Uhr. Das geht auch gar nicht. Das wäre 7:06 Uhr. Ich habe jetzt gedacht, da müsste irgendwas Trickiges sein, wegen PM und AM oder so. Was? Vinti war nicht meistens schneller. Meist oder? Schon. Obwohl, doch, ja. Bei manchen dann doch, ja. Ja. Aber und dann so immer nur ganz knapp, dann habe ich noch gedrückt. Nachdem ja, aber so. Ja. Aber bei solchen Sachen, glaube ich, Mathe-Sachen bin ich du doch bevorteilt. Auch, du machst es auch mehr in der Arbeit gerade. Ich kann dafür auch... Taschenrechner benutzen. Ja. Ich habe schon immer Kopfrechnen können. Ich konnte Kopfrechnen auch in der Grundschule schon. Ja, ich auch. Aber ich habe das bei der halt im Gymnasium, weil ich nur noch Taschenrechner benutze. Ja, das habe ich nicht gemacht auf dem Gymnasium. Was will ich? Okay. Du hast es geschafft. Die korrekte Uhrzeit ist 3:33 Uhr. Der alte Mann sieht sehr zufrieden aus, dass alle Uhren wieder richtig gehen. Bis auf dann diejenige, die auf 2:18 Uhr stand, denn die hat er nicht weiter aufgezogen und die bleibt weiterhin stehen. Ja. Oh, Herr Vorrag. Nee. Was? Okay. Oh, Rätsel und so. Oh, hervorragend, Shirl. Toll gemacht. Machst du zufällig gerade eine Ausbildung zum Polizeihund? Wenn ja, dann bleib doch hier und geh uns nicht auf den Sack. Nein, klar doch, davon hab ich schon immer geträumt, Paddelstreifenhörnchen. Hm. Wir dürfen immer halt unseren Taschenrechner benutzen. Bedeutet, wir benutzen ihn noch immer. Ja, wir dürfen ja auch, aber ich finde das manchmal zu lang. Nee, also sagen wir mal so, das so einmal 1 bis 10 und sowas kriege ich nur alles hin, aber danach wird's schwierig. Ach nö, für Addition und sowas, das ist... Addition ist noch okay. Ja, war ja das auch nur. Das war aber Uhrzeit. Ja, okay, da muss man bis 60 und nicht bis 100 rechnen. Ja. Aber das ist bei 32 Minuten, da zieht man eine halbe Stunde ab und dann nochmal 2 Minuten. Was denn? Was denn? Ich dachte, das ist Allgemeinwissen. Okay, der Livestream-Chat, der findet es auch gerade alles. Der versucht mitzurätseln bei uns. Außerdem von wegen der Stände ist 0:0:13. Gar nicht wahr. Na, wie auch immer. Natürlich ist Shirl in der Ausbildung zum Detektivhund und nicht zum Polizeihund. Und das war übrigens ein sehr vielversprechender Anfang. Shirl, Detektivhund. Warum muss ich den jetzt sprechen wie Shelby! Shelby! Was denn? Warum guckst du mich so an? Ja, ich weiß, Shelby ist viel netter als dieser Hund. Stimmt's? Oder was meinst du jetzt? Ich hab Angst. Werde hier gemobbt.
Nein, wirst du nicht. Nein, nein. Außerdem, du wolltest ja, dass wir so ein kleines Dings draus machen. Ja, so ein... aber reite dich darauf um, dass ich nicht gut im Kopf rechnen bin bei Uhrzeiten. Ich würde das bei jedem tun, weil ich überdurchschnittlich gut darin bin. Tut mir leid. In Uhrzeiten bin ich jetzt richtig... Ich konnte schon in der Grundschule nicht richtig gut. Ja, alle würden am liebsten jetzt so deinen Blick sehen. Ich glaube, das würde dem Let's Play voll was geben. Mein Todesblick, ja. Genau, starre. Naja, wenn du dann 18 bist. Ja. Was du natürlich schon bist. Natürlich ja. Bin ich schon, ja. Ja, ja. 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 Eben. Ja. Eben. Genau. Ich geb's auf.